Herzlich willkommen zur Wanderfolge von Karte von Thüringen. Wir beginnen mit einem Überführungskurs einfahren für Feld 60, um Kalk zu holen. Das heißt, wir starten gleich mal hier. So. Machen die Innensicht. Hier die Kurven noch ein bisschen ungünstig zum Fahren. Wegen der Bäume. Darum ist die Innensicht ganz hilfreich. Allgemein hilfreich. Nicht von Schaden. Die Geldpunkte ist vom Kursplay. Wir müssen jetzt nicht den. Oh, Eier ganz schön. An der Pflegebereifung, denke ich mal. Ist eigentlich für Schnellfahren nicht so gut geeignet. Beziehungsweise wenn man die Last hinten drauf hat, einen Kalkstreuer. Wir müssen ja schauen, dass wir am besten jetzt die Kurve kriegen. Das heißt, wir wollen ja an die Kalkstreuer ran. Das heißt, hier müssen wir hier irgendwo einen schönen großen Wenderadius einnehmen. Dann können wir gleich, wie jetzt halber, nochmal an unseren Unkrautbekämpfungsmittel vorbeifahren. Und an. Ja, da kann man durchfahren. An Kalk und an Dings auch. An Dünger und Saatgut. Wo die Saatgutmaschinen eigentlich ganz gut gefüllt sind. Also die müssten wir eigentlich nicht nachfüllen. Aber so allgemein, wenn man theoretisch die ganz großen Felder nehmen würde. Wo wir da sicherlich im Verband fahren werden, da wird es auch nicht notwendig sein. Wenn da vier Fahrzeuge fahren, dann ist es halt halt viel mehr Dünger vorhanden, als wenn man jetzt alleine fahren würde und sagt gut. Er eiert ein bisschen wegen der Bereifung. Ein bisschen Gas wegnehmen in der Kurve hier. Der einzige, der noch kommen könnte, wäre der Getreidefahrer. Aber das lässt sich ja auch beeinflussen. So. Fertig. Abspeichern. Jetzt schauen wir nach hin hier. Auch wieder 460, fangen wir mit an. Überführung. Für Kalk. Kalu. Kalk und. Und. Ja. Ritz. Dünger. Komm mal. Hab mir gedacht, pass hier hin. Dünger. Wo kommt? Oder weiß ich jetzt nochmal. Muss ich mir aufschreiben. So, der ist voll. Die Ausfahrt läuft gut bei den Feldern. Da gehen wir gleich hier so ran.
Wir können ja die die Ergänzung dahinter auch noch machen, machen Kalken. Ihre Maschine kaputt. Oh, die Krähen. Schleicht ihr. Hau ab hier. So, ich fress mir eine ganze. Den Teich zumachen, ja. Wäre eine Möglichkeit, ne? Aber das lassen wir mal so, wie es ist. Auch dabei bleiben und dann gleich wieder losfährt. Jetzt immer Haufen fahren würde. Sonntag, Montag, Dienstag, ist alles schon Dienstag. Wenn wir mit Weizfeld anfangen, wenn wir eine neue Session beginnen. Gedacht, das ist nämlich ganz brutal. Das kann ich wieso. Ich hab gar nichts getan. So, aus. Mal gucken, dann noch wissen, was da zu machen ist. Naja, wissen wir auch noch wie lange. 15 Minuten noch 16. Genau bis das Folgenende ist. Ja, passt. Er braucht noch 13, 15, 14 Minuten. Immer noch repariert. Fast. Ist sogar kaputt wie der andere. Oh, der andere war nicht heile. Na, mit Karl können wir nicht anfangen, bringt nichts. Aber der arbeitet gut, da können wir den Drescher jetzt wieder zurückfahren, den nächsten. Den wir jetzt gleich kriegen werden. Den schwarzen. Richtung Weizenfeld. Waschbedürftig ist er auch. Na ja, gut. Hier wir ein bisschen nacharbeiten. Hier ist er am Rand, wie gesagt, das ist von mir verkehrt eingestellt worden. Beziehungsweise ich habe das nicht korrigiert. Von dem Modus Verband auf Feld Nummer 38 für Sonnenblumen. So, halt so, ne? Bin nur echt gespannt, ob das überhaupt noch aufgeht. Aber normalerweise ja. So trocken ist das auch wieder nicht. Vielleicht kriegen wir noch Regen. Weiß man's? Wenn wir kalten, würde ich erst anfangen, wenn der andere fertig ist. Sonst die. Das Schicksal ist immer so fies. Es sorgt dafür, dass man da genau entgegenkommende Fahrzeuge sich treffen. Warum weiß ich auch nicht. Wenn das so ein Lotto auch so wäre, man mit Zahlen tippen und mit gewinnen, wäre nicht schlecht. Dann müsste aber keiner mehr arbeiten gehen. Papiergeld ist Papiergeld, ne? Ist auch nichts wert normalerweise.
Sonnenblumen wird sich lohnen vom Finan vom Geld her. Ist ja relativ groß, das Feld. Da dürfte man runterkommen einigermaßen. Mengenmäßig. Wenn wir gleich Gerste vorbereiten. Ja. Weil das muss ja noch gemacht werden, das ist ja auch nichts. Wir müssen gleich Traktor schnappen. Und den auf als Abfahrer einstellen. Wir haben hier einen, zwei Hänger da. Die nehmen wir gleich. Nehmen wir uns ein. Die beiden sind weg. Hängen wir ab. Wo sind Hänger? Ein bisschen angleichen die Höhen hier. Die sind schön wendig, die Räder, die Hänge auf dem Feld, da kann man gut abfahren. Bereiten wir mal vor. Da müsst ihr mal einfach lassen. So gleich umfüllen. So. Müssen wir gleich anfangen hier vorne. So, Berechnung machen wir gleich mit zwei Fahrzeugen. Zwei. Ja, das kann nochmal so. Einmal reicht. Zurück. Links. Beginnen wir am ersten Startpunkt. Und zwar erst, wenn wir das entsprechend den anderen auch eingestellt haben. So, starten. Hinten abhängen. Kalkfall kann noch nicht kommen, das ist noch nicht aktiviert. Einklicken, kopieren. Das ist der Kurs. Du musst links fahren. Ne, rechts passt, genau. Startpunkt am ersten. Der eine klappt, der eine klappt.
So. Ersten Wahlpunkt. Anhalt aktiviert. Verband nochmal einstellen. Kann mal losfahren. Aktiviert. Der ist aktiviert. Den aktivieren auch, das passt. Den werden wir gleich mal einfahren, den Kurs. Abfahrer für Feld Nummer 12. Beginnen wir hier vorne. Abtakt und abfahren. Hat ja nicht weit zu fahren. Kipper müssen repariert werden, na gut. Zum Winter. Probelauf. Wo will ich jetzt hin? Einmal so komische Fahrzeuge, ne? Die beiden sind nämlich aktuell gut gefüllt, 80% fast. Vor allem den Rescher. Ich habe dieses Mono schon lange nicht mehr gehabt. Scheint zu funktionieren. Wir trauen den Frieden noch nicht ganz, weil er macht beim letzten Mal auch öfter noch mal Probleme. Ist die erste wieder voll. Wenn ich Verband fahren, müsste gleich rechts anhalten. Position frei ist, da wird nichts. Das ist typisch. Aktiviert. Lassen. Allein fahren sollen. Der ist praktisch fast voll. Mist, da muss ich anderen entsprechend auch nachhelfen.
Das wäre jetzt ein blöd, Anführungszeichen. Das noch nicht funktioniert, wenn es funktionieren sollte. So, der ist voll. Dann kann ich den LKW auch gleich voll machen. Sollte bald der andere fertig werden mit der Aussaat. Dann können wir dann mit Kalken beginnen. Ja, die sind alle wie so groß, ne? Sollte gleich losdüsen. Der blaue mit Anhänger, so. Nicht voll. Nehmen wir den hier, den Deutsch dazu. Man fahren wir daneben und da hängen wir aus. Ist besser. Jetzt fährt er ganz schön schnell, ne? Guckt ihr auch. Findet ihr nicht auch? Der erste schon voll ist? Könnte sein. Ich glaube, war voll. 50.000 war voll. So, ist er gleich voll. Dann düsen wir zum Hof mit dem Fahrzeug und helfen die anderen ansprechen. Dann können wir ja noch kalken. Und vielleicht sogar noch 20 Mal düngen, weil das geht ja ab eigentlich normalerweise. So, man, Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein mit dem fast Unfall. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder eingetaucht wird. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.